ganz, ganz viele Eindrücke, einfach unbeschreiblich. Da kann man dann halt auch immer schwer, das in Worte zu fassen, das sind Emotionen und wenn man die ausdrücken will, dann kommen sie nie so gut rüber, als wie man sie halt empfindet. Deswegen einfach überwältigend. Ich weiß noch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon spiele. 5, 6 Jahre, erste Regionalliga. Ich weiß noch, wie wir angefangen haben und immer um den Klassenerhalt kämpfen mussten. Jetzt haben wir die letzten 2, 3 Jahre immer versucht aufzusteigen. Und es bedeutet einem einfach alles, weil du arbeitest so lange darauf hin, ist unfassbar. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange wir dafür schon gearbeitet haben. Ach, keine Ahnung, 6, 7 Jahre und wir haben echt da viel dafür getan. Alle Ehrenamter, alle, wir sind so ein Riesenteam und alle arbeiten so hart und alle sind überglücklich und auch ich persönlich, ich freue mich auch einfach nur riesig. Wir haben die Meisterschaft geholt, das war das Ziel von Beginn an und wenn du so viel Arbeit und Zeit reinsteckst, dann bedeutet das einfach richtig viel. Es ist einfach super, dass jeder von allen Ecken kommt, irgendwelche Leute, die man schon ewig kennt und uns gratulieren einem und feuern einen Arm und freuen sich mit dir. Es ist einfach klasse. Ja. Wenn Männer zusammenkommen mit einem Ziel, dann musst du Kompromisse untereinander eingehen. Wir sind in den vielen Trainingseinheiten, in den Spielen mit der Zeit einfach ganz eng zusammengerückt. Der Rest kam dann von ganz alleine. AT Giants spielen in der Pro B, wie klingt das für dich? Super, aber ich würde sagen, es ist erst ein Anfang. Ne? Wir müssen weitermachen nächstes Jahr. Was geht heute Abend noch? Ja, richtig saure. Nee, ich fahre wieder ins Krankenhaus, mein Sohn ist geboren. Und das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl auf einem ganz anderen Niveau. Wir sind überall glücklich und ja, viele Grüße an meine Frau, die das alles möglich gemacht hat. Ich liebe dich.